Servus. Servus, es ist Dienstag. Jo. Servus. Was hast du der Welt zu sagen? Ja. Viel Spaß auf dem Backfischfest, ne? Ja, da fällt ihm nichts mehr ein, ne? Nee. Wir befinden uns jetzt hier am vierten Tag auf dem Wormser Backfischfest. Die Orgel ist schon voll in Betrieb. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was wir heute machen sollen. Wir machen einfach heute mal so einen Platzrundgang, haben wir noch gar nicht gemacht, um mal zu gucken, was alles da ist. Ruhe jetzt da hinten! Und natürlich sind wir auch noch mal im Wonnegauer Weinkeller unterwegs. Ab geht's! Sag mal, Steven, ich habe gestern so ein Gerücht gehört irgendwie. Der Nati hat gesagt, du könntest gut liken, stimmt das? Aha! Ich als Oberdüftelfan von früher, als 50-jähriger Düftelfan, muss ich euch beglückwünschen für eure Backfischfestabende, die ja immer abends im Internet einen Riesenspaß machen. Ah, super. So soll's ja sein. Genau. Und jetzt hat er selber reingeschafft. Meine Mutter war mal echt. Ja, echt. Klasse Kamerade, oder früher. Meine Mutter und du? Meine Mutter und ich, ja. Echt? Ja, ja, echt. Deine Mutter und du in derselben Schule? In derselben Schule, im Peterschen, eine paterne Schule. Irgendwie ist das hier mehr das Oktoberfest als das Backfischfest geworden. Ja. Trinkst du nur Bier? Ja. Ja, ex. Dann ex mal. Ich halte das eine, wenn du möchtest. Du traust dich doch jetzt im Leben nicht auch noch das zu exen, oder? Es ist saukalt. Scheiße. Ja, danke! Jetzt muss er kotzen. Kein Problem. Ein echter Wormser würde jetzt den Rest dieser Flasche exen. Mach mal. Ist nicht, wir haben schon vier drin. Ja, mach mal. Nee. Wir haben eben einen gehabt, der hat zwei Weizen geäxt. Ja, aber du bist echter Wormser, ne? Ja, klar. Ja, da, ja. Ja, da machst du jetzt. Product of Spain, kann ich gar nicht exen, ist kein Rheinhessen-Wein. Vergiss es. Nein, ich wollte nicht sagen, nur sagen, dass morgen Argentinien gegen Deutschland, Argentinien wird gewinnen. Das ist alles. So gehen die Gauchos, so geht's so. So gehen die Deutschen, die geht so. Diesen frenetischen Gesang glaube ich auch, dass Argentinien gewinnt. Ordnung muss sein. Richtig. Wen schmeißen wir alles raus? Und die, wo nicht daneben, die, wo daneben benehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Stress anfange mit dir, genau. Ich schätze ein bisschen Stress. Dann nehme ich dich in die Ecke so langsam, dass keiner sieht. Oh. Getanzt. Puh! Oh mein Gott! Geht dir das nicht auf den Sack, dass du jeden verschissenen Abend hier bist, ohne zu feiern? Hey, los, du! Hast du das Mikro schon abgewaschen? Ja. Das ist gut so. Dann kannst du weitermachen. Alles andere. Alter Schwede! Schule. Hallo. Hallo. Nein, nicht Ho Chi Minh. Nicht Film. Wie heißt Xing Chong? Xing Chong? Hallo Xing Chong. Halt's mal, ich bin nicht Xing Chong. Wie heißt du dann? Chongi. Chongi. Das ist doch so ähnlich wie Xing Chong. Bei Gran Torino würdest du jetzt Yam Yam heißen. Rat mal den Nachname, rat mal den Nachname. Xing Chong Kim. Genau! Nee, ohne Scheiß, Kim. Krieg noch Geld dafür. Kannst du das doch warten? Nein. Komm, sag doch mal. Ich wollte ja nur, dass er die Frau mit den drei Schlitzen interviewt. Oh ja, Peter. Ich glaube, er hat nicht gemeint. Was? Nein, nicht mich. Was ist los? Hat er gerade was mit den drei Schlitzen gesagt? Er hat gerade was von drei Schlitzen gesagt und gibt mir ein Kondom in die Hand. Ja, Mann. Das ist der Hammer. Ich gebe dir einen Fünfer, wenn du über den Kopf kriegst. Nein. Also, Sie sehen hier den Profi. Ja, das ist der Profi. Ja! Business-Plan. Ist ja schon wieder im Video. Ist der schon wieder so hart? Ist schon wieder drin. Super, super Sache. Dummerweise habe ich ihm 5 Euro geboten, nicht ihm. Ein Freund von uns ist Jungfrau. Und wir haben für ihn eine Aufgabe. Er weiß Bescheid. Er muss bis 2 Uhr ein Mädchen oder einen Mann finden, der mit ihr Sex hat.
mit ihm Sex hat. Sonst muss er heute Nacht um 2 Uhr mit uns dahinter in den, wie heißt der Puff da hinten? Robbie's Club. Keine Ahnung, wie der Puff heißt. Genau. Irgendwas. Und da muss er eine Note fecken, die er von uns bezahlt kriegt. Also, da gibt's auch Gulasch, da gibt's Gulasch und sonst. Hallo. Hallo. Seid der Ardo? Ich kann Tennis spielen. Ohne, Tennis? Ohne Tennisschläger und ohne Ball. Also, mach mal mit ihm. Hast du den Ball? Virtuelles Tennis auf Backfischfest. Ah, nee, nicht du! Nee, das ist doch nicht wahr. Warum hast du den als Kameramann? Weil er es drauf hat. Ja, der ist doch total cool. Mach mal Burpees, Junge. Mach mal Burpees. Mach du doch mal ein Burpee. Ja, klar, mach ich ein Burpee. Wie viel soll ich machen? Ja, was ist das Ziel? 100. Bist du bekloppt, Mensch? Ich mach 5. Aber dann sage ich jetzt schon mal ganz großes Lob am LLT. Dominik Luttringer, der sponsert euch. Super Typ. 5. 5 für Domi. Ja! Komm, Tiger! Komm, Tiger! Mehr! Mehr! Komm, Tiger! Was sagst du da? Den Arsch und den Dominik. Und was sagst du dir, wenn ich dir jetzt sage, irgendwie, dass da schon mindestens 50 Leute hingepisst haben? Ist mir doch scheißegal. Warte mal, guck mal. Ah, wie Boris Becker in seinen besten Zeiten. Es hat nur die Becker-Rolle gefehlt. Ja, Barisch Becker. Wo ist dieser Johnny Felatio eigentlich? Johnny Felatio fühlt sich heute krank. In den 90ern. Ja. Hab ich leider noch nicht gelebt. Wie alt bist du? 17. Da ich so klein bin, darf ich mich natürlich hier auf das Ding hier. Hast du gesehen? Hier, hast du gesehen? Ja, so ein bisschen Platzrundgang so. Ich glaube, da gehen wir auch gleich rein, habe ich gehört so. Mal gucken. Piraten. Arr. Wir werden jetzt mal gucken, ob uns dieses Ding hier so richtig Angst einjagt. Ein Pirat. Arr. Was ist mit Bratwurst? Oh, Bratwurst ist ganz lecker hier. Ja? Hältst du die Bratwurst hier? Der Grobi oder der Feine? Ach, Grobi ist mal ein Schlimmer, die Feine hier. Ja? Kommen Sie auch aus Hessen? Nee, ich komme nicht aus Hessen, ich komme aus Worms. Ach, Eppelweih-Halsenau, kennst du das nicht? Kenn ich, ja. Ah, das kennt ihr, Eppelweih-Halsenau hier. So. Ne, meine Mutter sagt immer, ach Gott, Herr Jesus, sag, was ist denn passiert, Mutter? Ja, sagt, all die Bahn ist wieder hochgebrannt. Ja, also, jetzt geht mal bitte waschen, essen hier. Lecker waschen. Meine Frau mag ja lieber Senf, ne? Aber ich mag lieber das amerikanische Kram, der Ketchup. Kennst du das? Ketchup. Ketchup, ja, Ketchup. Genau. So. Da haben wir mehr extra, gucken wir mal. Hat das die Kamera? Hat das die Kamera? Weil meine Frau mit Senf auf der linken Seite und rechts haben wir mal Ketchup. Weil ich das so gern mag. Also, wir verabschieden uns jetzt hier vom Dienstag vom Wormser Backfischfest. Wie kann man das besser machen als wie mit einer Bratwurst hier? Hier. Hier kommt noch die eingeblendete Frage, wo man wieder ein Maß Bier auf dem Oktoberfest gewinnen kann. Viel Spaß, Freunde. Ich verabscheue mich. Bis morgen.